So, hallo Leute. Das ist Teil 2 vom Fräsen vom kleinen Elefanten, wo ich die Punze vom kleinen Elefanten gefräst habe. Habe ich ja angekündigt, dass ich mal ein Video mache, wie man denn so eine Lederpunze eigentlich ins Leder drückt. Ich werde oft danach gefragt, weil ich mache ja, wenn ich so eine Lederpunze mache, mache ich immer einen Abdruck und viele fragen dann, wie hast denn du das gemacht und was brauche ich dafür? So, wir fangen mal grundlegend an. Ich bin kein Lederhersteller. Also muss ich von vornherein wirklich so sagen. Es ist nur meine Erfahrung, die ich selber so gesammelt habe. Zum Beispiel ist es so, und das ist jetzt mal so ein Stückchen Leder, ne, was man hier so hat, so Rohleder nennt man das. Und das gibt es nur auch in verschiedenen Farben. Ist so, dass dieses Leder, es ist ein Naturprodukt und logischerweise ist das auch nicht überall gleich stark. Das müssen wir uns auf jeden Fall mal merken. Ich habe jetzt mal ein Stück rausgesucht. Das ist hier auf der einen Seite hier drüben, ist das 5,6 und auf der anderen Seite ist das schon fast 7. So, ne, 6, 6, 6,7. So, naja, trotzdem fast 7. Dadurch, dass wir aber ja diese Lederpunse, wo habe ich sie eigentlich? Hier habe ich sie. Ja, plan gefräst haben und alles. Und wenn wir die jetzt ins Leder gerade reindrücken würden, wäre ja dann auf der einen Seite mehr reingedrückt wie auf der anderen Seite. Logisch, ne? So, was brauchen wir also? Wir brauchen Ausgleichsmaterial, wir brauchen eine Presse. Ich habe eine Presse, ich habe mehrere schon selber gebaut. Es gibt sogenannte Dornpressen, es gibt Kniehebelpressen. Es gibt alle möglichen Arten. Für ganz kleine Stempel oder sonst irgendwas kann man auch mal einen Schraubstock nehmen. Ne? Aber grundlegend zu wissen ist, das Leder muss nass gemacht werden. Dann kommt der Stempel drauf, einen Ausgleich schaffen und dann pressen. Und das Ganze machen wir jetzt mal. Okay, los kann's gehen. Also, wir haben jetzt hier unsere Punse. Wir haben das Stück Leder. Wir haben etwas zum Ausgleichen. Ich nehme nämlich sehr gerne ein Stückchen Pappe. Dann haben wir hier eine Presse. Die habe ich selber konstruiert, selber gebaut, alles in Ordnung. Und hier in dieser Sprühflasche ist Wasser drin. Auch wenn hier vorne was anderes draufsteht. Da ist einfach nur H2O. Wasser drin. So, zurückdrehen die Kamera. Passt. So, also, was machen wir zuerst? Wir legen das Telefon hin, weil wir brauchen ja eigentlich bloß die Kamera. Wir machen das Leder ein bisschen nass. Sollte so ein bisschen gleichmäßig schön nass sein. Alles gut. So, fertig. Das Ganze packen wir jetzt mal so zusammen. Wir drehen die Presse ein Stück hoch. Warum ist hier eigentlich Highlight hinzugefügt? Genau. Das zu weit runter gedreht. Ich habe hier unten übrigens ein Stück Plastik unten runter. Hab mal festgestellt, dass das eigentlich ganz gut kommt, wenn da ein Stückchen Plastik liegt, weil ja durch die Nässe und so weiter mit dem Metall und so weiter, das reagiert ein bisschen. Das ist nicht so toll. So, ich lege das jetzt hier so runter. Das nasse Leder, die Punze. Und jetzt kommt mein Stückchen, reicht noch nicht, mein Stückchen Pappe. Wir müssen es bloß noch ausrichten hier. So. Und jetzt drehen wir das Ganze mal ein bisschen zusammen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Normalerweise halte ich die Pappe dann fest. Ich hoffe, dass das jetzt was wird. Das gemacht haben wir's. Und jetzt drehen wir das Ganze mal ein bisschen zusammen. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Ja, irgendwo gibt es hier auch einen Motorschlüssel dafür. Den gibt es hier Tatsache. Einmal sollte doch ein bisschen Druck drauf sein, damit das auch funktioniert. So, ich gehe mal gucken. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt lassen wir das Ganze in der Presse, würde ich sagen, mal 5 Minuten drin. Also, bis gleich. So, unsere 5 Minuten sind jetzt vorbei.
Jetzt werden wir das Ganze mal öffnen. Und dann gucken wir uns das Ganze nämlich mal an. Genau. So, Mutterstück weg. Die Pappe in den Papiermüll. Jetzt sieht man das auch mal schön. Das ist dann schön hier eingedrückt. Das ist ein bisschen ausgeglichen. Und durch den Luftpolstern, das gleicht immer ein bisschen aus. Also ich finde das eigentlich eine sehr, sehr feine Geschichte. Das passt. So, jetzt haben wir hier unsere Punze, unser Stück Leder. Na, es klebt ein bisschen an. Und siehe da, wir haben einen kleinen Elefanten. Hallo Elefant. So, da kann ich natürlich nachher mal noch ein Foto davon direkt machen mit der anderen Kamera. Da sieht man das ein bisschen schöner. Da sende ich noch mit rein. Aber das Grundprinzip, denke ich mal, habe ich euch erklärt damit. So, Leute, also ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Kurzvideo ein bisschen weiterhelfen. Ist ja wie gesagt bloß Teil 2 davon, aber ich habe es extra als Kurzvideo mal gemacht, damit man das sehen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich einen schönen Abend. Macht's Beste draus. Lasst einen Daumen da, wenn es euch ein bisschen geholfen hat, damit ihr erstmal wisst, wie ihr damit arbeiten müsst. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, hoffe ich. In diesem Sinne, zum Workshop gehen. Bye bye.